Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und zwar zum Dienstag gibt es natürlich Killer-Folgen. Und tadum! Wir sind als Legion unterwegs. Ich habe die gute mal jetzt endlich auf Level 50 bekommen. Und da sind mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Leute am Generator. So. Ich die Kate noch, ist die Frage. Sehr gut. So, und ich gehe zum Generator. Der ist nämlich, da die zu dritt hier dran waren, ultra weit. So. Wir nehmen auch die Scheckpalette weg. Richtig gut, dass die Kate die gezogen hat. Als Legion kann ich nämlich... Oh, ich habe natürlich auch meine Krankenschwester dabei. Als Legion kann ich... Wenn ich in meiner Fähigkeit bin, über Paletten springen. Er ist noch nicht hochgeheilt. Zur nächsten Palette. Wuhu! So, Ace. Da. Ich doch nicht weg. Ich hab dich verloren. So, wir sind oben im Tempel. Gehe ich jetzt auch direkt hin. Da kann ich dort meinen Pop Goes to Weasel nämlich noch draufklatschen. Schade. Kann ich nicht mehr. War jemand... Die Zarina ist verletzt. Dann holen wir uns jetzt die. Ich glaube, die Survivor, die haben gar keinen Bock auf Legion, ehrlich gesagt. Ich muss auch sagen, der Killer geht mir selber auch sehr auf den Senkel. Weil Legion-Runden können sich wirklich ewig hinziehen. Ich versuche aber kein allzu anstrengender Legion zu sein. Und die Leute nicht zu sehr zu nerven. Und dort ganz hinten dran. Die sind wirklich, die ziehen die Gens relativ gut durch. Indem die einfach immer zu zweit oder zu dritt sogar dran arbeiten. Muss schauen, ob jemand hinrennt. Du schon wieder. Ace, ich würde es halt nicht machen, ne? Am Ende ist es deine Entscheidung, aber ich würde es nicht machen, Ace. Lass lieber die anderen retten. Ace, du und die Paletten. Ihr seid keine Freunde. So. Wo ist er denn jetzt hier? Die kriechen so schnell weg. Okay, es wurde gerettet. Ich gucke jetzt mal, ob ich jemanden finde, dass ich meine Fähigkeit dann mal wieder nutzen kann. Ich bin ja schließlich die Legion. Kate! Das hier ist die Zarina. Okay, das hat noch gereicht. Ich guck mal, ob ich noch mal einen Herzschlag bekomme. Leider nicht. Da. Okay. Da ist jemand. Hat sie da gerade gehockt? Ist doch jemand. Ich hab's gesehen. Im Augenwinkel. Meine Raserei ist rein theoretisch wieder fertig. Ich nutze die jetzt aber nicht, weil ich weiß, dass die anderen Leute auf der anderen Map-Seite drüben sind. Und bis darüber schaffe ich es nicht mit der Raserei. Das Gute ist, die Kate rennt rüber.
Und die sind da hinten mindestens zu zweit am Generator. Da wollte sie noch die Palette nehmen, glaube ich. Hat es aber nicht mehr geschafft. So, wir hängen sie schnell auf und vielleicht schaffen wir es noch rüber. Ich habe aber wenig Hoffnung. Ich nutze meine... Schade. Ich wollte sagen, ich nutze die Raserei, dann bin ich ein bisschen schneller. So, wo sind die Herzschläge? Achso, die sehe ich natürlich nicht, weil ich... Oh, ich hätte nicht aufhören sollen mit der Raserei. So, Zarina. Hast dich mir angeboten, dann lebe mit den Konsequenzen. Oh, schafft sie es richtig rauszuwiggeln? Nein. Der Ace ist hier. Ace ist tot am Haken. Der junge Mann muss eigentlich ein bisschen aufpassen. Er zieht mich jetzt weg. Es ist okay. Die haben auch nur noch einen Gen offen. Von daher muss ich rein theoretisch wirklich gucken, dass ich die Leute hier aus dem Spiel bekomme. Und wenn Ace mir so reinrennt, nehme ich das dankend an. So, hier drüben haben wir nur noch den Generator, aber der war nicht angefangen, meine ich. Oh, oh, die Gens sind ganz, ganz schlecht für mich. Das müssten sie definitiv schaffen, jetzt noch den letzten Gen anzukriegen. Ich renne mal kurz rüber. Geht ein bisschen schneller. Versucht die Palette zu ziehen. Schade. Okay. Ich gehe wieder auf die Zarina. So blöd wie es eigentlich ist. Aber ich muss die Zarina hier rauskriegen. Verdammt. Sagt, ich muss die Zarina rauskriegen, aber ich nehme auch dich, Kate, wenn es sein muss. Die machen jetzt irgendwo, ich denke mal auf der anderen Webseite, werden die jetzt den Generator machen. Aber es ist okay. Ich krieg hier noch ein paar Jagden. So. Warst du schon mal am Haken, Kate? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht so genau. Fakt ist, du hängst jetzt. Okay. Hier war jemand. Du hast Iron Will. Bist halt einfach mal lautlos. Danke. Aber ich habe dich gesehen, Kate. Es ist dann nur noch die Zarina da. Die Zarina muss jetzt retten. Alles klar, Zarina. Bist du in den Schrank gesprungen oder hast du den Gen verkackt? Eventuell hat sie auch roter Hering. Um mich abzulenken. Ja, ich bin ein bisschen campy. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Serena, du kommst mal. Ich mag das nicht, dass du noch hier mitspielst. Huch, jetzt war ich ein bisschen... Huch, die Katie kann ja blenden und so. So, ich gehe zu dem Generator dort hinten. Ich denke, die Kate ist da rangegangen. Sie nicht.
Einer hat sich hochgeheilt. Sollte ich rübergehen? Da hat sich gerade eine Krähe gesetzt. Kann aber sein, dass ich sie aufgescheucht hatte. Okay, sind beide wieder hochgeheilt. Wir gehen mal drüben gucken. Hier war ich schon lange nicht mehr gucken. Ich kann leider nicht alle Gens bewachen. Die sind zu weit auseinander. Der ist auch nicht angefangen. Hier ist die Luke. Ich hoffe, dass sie dann beide hier drüben bleiben und nicht wissen, wo die Luke ist. Ich weiß auch nicht, hat jetzt eine von denen Schlüssel gehabt? Gehen jetzt gemeinsam auf Lootensuche? Oder was machen sie? Sie machen keine Generatoren mehr. Okay, jetzt sind sie drüben dran. Ich renn mal rüber. Ich habe jetzt die Raserei direkt abgebrochen, damit ich jetzt nicht den Cooldown habe. Ja, wo sind sie hingegangen? Ich weiß es nicht. Ganz schön sneaky. Ich bin halt auch auf der Map blind, ne? Also, das kommt halt noch dazu. Okay. 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 Ah, verdammt, jetzt ist die eine hier drüben. Und kann sich dann die Luke holen. Ich denke, die wissen, dass die Luke da drüben ist. Bist du Deadheart? Muss sie hier hinhängen? Vorne war kein Haken mehr. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oder ob sie sich rauswiggeln kann. Schade. Schade, dass ich da noch im Cooldown war und einmal daneben geschlagen habe. Puh. Wisst ihr, was mich wirklich aufregt? Dieses Matchmaking. Es ist gerade Sonntag, wo ich aufnehme, Sonntagnachmittag. Und eigentlich müsste es meiner Meinung nach genügend Spieler geben in meinem Rangbereich. Warum gibt's die nicht? Es kann doch nicht sein, dass man als Rang 12 Killer... Rang 12 ist kein total schlechter Killer mehr. Dessen bin ich mir bewusst. Aber warum werde ich mit einem Rang 1, einem Rang 2 und 2 Rang 3 gematcht? Ah... Ich weiß, über dieses Thema rege ich mich jedes Mal auf und es ist auch ein Grund, warum DBD so nervenaufreibend auch ist. Aber was soll ich sagen, ich spiele es halt trotzdem. Ich spiele halt trotzdem DBD, auch wenn ich der Meinung bin, dass das Matchmaking sehr kaputt ist. Aber was soll's. Ich verabschiede mich aus der Runde. Es war mal wieder ein bisschen Legion. Ich werde nochmal weiter mit ihr üben, dass ich irgendwann auch alle vier zur Strecke bringe. Und dann
Irgendwann gibt es bestimmt auch mal wieder die Legion dann hier bei mir zu sehen. Bis dann verabschiede ich mich aber erstmal und macht's gut. Habt einen schönen Tag. Bis bald.